Und zwar, ich zeige euch unsere Villa Ibiza Room Tour. Jeder, der Justin kennt oder wenigstens einmal gesehen hat, ich erwarte da eine brutal kranke Wohnung. Real Rap. Peace, Leute, willkommen zur lang ersehnten Room Tour. Bro, die wollen die Room Tour aus Deutschland haben, ne? Ach so. Ja, sollen wir das eigentlich hier beenden, oder? Also nimmst du ja nicht übel, aber erster Manko. Bruder, was ist mit deiner Uhr? Also, vom Fashion Boss bin ich da jetzt echt enttäuscht, sag ich euch ehrlich. Ich sehe zwar schon, wie die Uhr einfach mehr kostet als ich, aber sonst. Ja, die fittet nicht, sag ich euch ehrlich. Sonst finde ich das T-Shirt finde ich ganz chillig. So, Cap und Hose passen ganz gut zusammen. Dann jetzt hier beenden, oder? Ja, was, Leute, wir sind gerade im Urlaub und da habe ich für uns hier ein ganz schniekes Haus ausgesucht und dachte, ich zeige euch das mal. Du kannst gerne mal hier nach oben zeigen. Das ist auf jeden Fall richtige GTA-Vibes, ich sag's euch. In den Klippen drin. Okay, let's go. Ja, hier ist eine krasse Aussicht. Zeig die nicht. Okay. Wir zeigen die erst vom Pool aus. Und ja, hier ist auf jeden Fall eine sehr steile Einfahrt. Wir haben uns jetzt kein Auto gemietet, weil ja, wir sind zu viele Leute für ein Auto, also wir sind zu sechs und so. Und deswegen würde ein Auto nicht reichen und dann zwei unnötig. Also holt man lieber einen Fahrer. Ja, auf jeden Fall hat man hier einen sehr nicen Eingangstor. Da mietet man sich lieber eine Limousine. Ist auch viel entspannter. Da kann man sich schön weglöten. Dann würde ich sagen, rein auf Architectural Digest angelehnt. Boah, ist viel, viel kühler hier drin, zum Glück. So, okay. Also, actually, Eingangsbereich, aber absolut sexy. Also, ich sag euch ehrlich, wenn man das Geld hat und so Steinwände in der Bude und Pflanzen so, ey, das ist schon geil. Es ist absolut geil. Aber dann brauchst du auch jemanden, der sich darum kümmert, weil wenn das Plastikpflanzen sind, dann sieht's scheiße aus. Also, aber sonst, wenn du das Geld hast, also, ich find's geil. Vor allem so modern. Ich bin ein Fan von so modern. Wir haben hier einen Eingangsbereich und da haben wir uns hier so schöne Bilder ausgesucht. Wie Karl S. jetzt sagen würde, wir bauen hier auch noch vieles um. Kleiner Spaß. So, da hinten ist nichts außer Alarmanlage und sonst sind da nur hier irgendwelche Steinwände und so. Wundert euch nicht, wir sind aktuell nicht alleine, weil wir haben morgens und abends eine Köchin gebucht, die ja, für uns halt Essen macht. Ah, genau, chillig. Einfach mal eine Köchin gebucht. Ja, man kann sich im Urlaub auch mal was gönnen. Und das ist wirklich super crazy, wenn wir gleich oben sind. Ich weiß nicht, ich bereite gerade schon was vor fürs Abendessen. Heute gibt es Krabben und Lobster. Super wild. Und ist Lobster nicht Hummer? Oder sowas? Ich glaube, ne? Ansonsten, was gab's noch? Trüffel. Risotto, wir hatten Pasta mit Lachs. Also wirklich sehr, sehr krasse Sachen. Kann ich nur empfehlen, weil sonst, ihr kennt es im Urlaub, ist man immer zu faul, selber zu kochen, dann wird das dann nicht so entspannt. Deswegen, wir haben jetzt das entschieden. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall diese Living Area. Und die ist wirklich übertrieben groß. Das zeigt erstmal den Bereich. Wir gehen gleich auf jeden Fall auch noch raus und. Ui, Memo. Bei so einer Wohnung denke ich mir halt, wenn du da im Urlaub bist, du wirst dich da niemals hinsetzen. Also, du kannst mir nicht sagen, dass du dir wirklich alle Möbel benutzt, so. Das finde ich, da ist doch eine kleinere Wohnung viel chilliger, oder? Weiß nicht. Gucken wir uns Pool an und so. Aber hier sind auf jeden Fall erstmal Couches. Brooklyn, nein, kann man ab und zu sich mal. Oh, was ist das denn? Was ist das für ein mickriger Fernseher? Und, ja, jetzt nichts übertrieben Besonderes, aber, reicht auf jeden Fall. Da ein übertrieben heftiges Fenster. Okay, dann. Wie mickrig der Fernseher? Vor allem für so eine Reichweite. Also ich hätte da schon riesigere Glotze erwartet. Sag ich ehrlich. Haben wir hier unten nochmal so einen Sitzbereich mit Moos, M&Ms, die da noch rumliegen. Und hier so einen von, ich glaube, 4 oder 5 Essbereichen. Klar, ey. Lass mal einfach jedes Gericht, sogar die fucking Chips abends,
an einem anderen Tisch essen. Hm? An welchen? Ja, an welchen Tisch wollen Sie denn heute Ihr Abendessen zubereitet bekommen? Ah, nehmen wir mal. Wir würfeln einfach mal. Nehmen Sie Tisch 4. Oder doch Tisch 3. Mal schauen. What the fuck? Also, das ist so useless. Heute geht Wetter eigentlich. Wir hatten die letzten Tage geistkranken Sonnenschein. Heute ist ein bisschen bewölkt. Aber zieht euch mal rein, wie krank das bitte aussieht. Zieht ihr mal den Pool rein, die Aussicht. Ein Pool. Hier hinten hin. Check das mal ab, bitte. Wie krank das ist. Also die Aussicht ist übel, Baba. Also, ich finde die echt, die gefällt mir richtig gut. Ich glaube, du kannst dich auch hier absolut in den Infinity Pool schimmeln und einfach nur gucken, was da so abgeht. Damit kannst du absolut die Zeit verbringen. Wow, geil. Kommt es auf der Kamera so rüber? Mhm. Ganz, ganz. Ich sag dir ehrlich, da eine Poolparty sehe ich mich. Mit Emre, Pascal, Caro auch dabei, Nico, Marlo. Und dann noch ein paar privaten Kollegen, da sehe ich uns. Sag ich ehrlich. Ganz crazy. Ja, also ab hier wird es auch wieder nass, deswegen bleibe ich jetzt mal hier stehen. Ja, also das ist auf jeden Fall der Poolbereich. Check ab, ob ich euch irgendwie noch von nachts was einblende, weil dann ist der beleuchtet. Die Stadt da hinten leuchtet. Also ich finde es nice, aber das hier, also ich weiß nicht, ob es nur ausgeschaltet ist, wenn muss schon der komplette Pool in RGB leuchten, oder? Real Rap. Und hier ist einfach dunkel. Da denkt man immer, da unten sind Haie. Das ist ganz, ganz crazy. Achso, by the way, hab ich gesagt, wir sind hier auf Ibiza, ne? Mhm. Hab ich das am Anfang gesagt? Nee. Wir sind auf Ibiza. So, jetzt dann haben wir hier den Essbereich. Hier gibt's morgens immer Frühstück. Super, super wild. Also das finde ich absolut wild. Ich bin kein Fan von draußen essen, so. Sofern das, keine Ahnung, auch so eine... Ich bin kein Fan, wenn man so... sag ich mal, draußen auf so Terrassen sitzt, wo Viecher rumkrabbeln und so. Ich hab da übel Probleme mit. Aber wenn man so hier so diese Steinplatten, alles easy, da essen, übel geil. Fühlt es irgendjemand? Ich hab immer so das Gefühl, wenn ich draußen esse, wenn man so draußen isst und wir haben so eine Terrasse, die ist so ein bisschen, sag ich mal, in so einer Mulde. Und da wachsen halt außen Gestrüpp und so. Und da fühle ich mich nicht wohl. Da habe ich das Gefühl, wenn ich einmal nicht auf meinen Teller gucke, fresse ich irgendwas mit, was da reinfliegt oder so. Auch wenn es nicht so ist. Aber fühlt es irgendeiner? Ich finde es absolut unangenehm. Genau wie ich muss draußen immer Schuhe anziehen, wenn ich da sitze. Aber hier würde ich barfüßig, aber ich kann es nicht. Wenn ich meine Füße ablege, dann habe ich immer das Gefühl, es krabbelt irgendwas an mir. Ich bin da absolut kein Fan. Also das ist, ich weiß nicht, ob das krankhaft ist, aber hier würde ich mich absolut sehen, sag ich euch. Real Rap. Oh, morgens schön mit Pancakes da reinballern. Wow. Ihr könnt euch dann vorstellen, hier setzt man sich hin, bekommt ein leckeres Frühstück, also Croissants, Brötchen, Marmelade. Was Sucuk Medaille, da sehe ich mich. Marmelade, Lachs, Rühreier und so weiter. Und kann dann hier hingucken. Geh mal kurz hinter mich, auf POV angelehnt. Oh, was mich dezent abfuckt, sind die Leute, die hier sitzen. Ey, hock dich doch neben dran. Hock dich doch nicht in die View. Was ist mit dir? Oh, Orangensaft. Turn up, einfach Orangensaft. Orangensaft ist einfach Macht. Da kann mir jeder sagen, was er will. Frisch gepresster Orangensaft. Okay, ist eine Heidenarbeit, ist absolut krank. Aber levelt alles einfach im Frühstück 100% auf. Und ganz klar, da kann jetzt jeder sagen, ob er es fühlt oder nicht. Wenn man so belegte Brötchen hat, oder sich selber belegt. Eine Gurke, einfach nur ein Stück Gurke, scheißegal, manche machen da Gewürzgurken, manche nur, ich gerne normale Gurken.
eine Gurke da drauf, mindestens, das Brötchen 100 Millionen Prozent besser. Direkt besser. Aber wenn eine fucking Tomate drauf ist, downgradet es wieder absolut aufs Nichts. Also ich finde Tomaten auf so Brötchen mit Wurst oder so, Digga, es gehört da einfach nicht drauf. Gurken, absolut geil. Salat auch top, aber Tomaten. Nein, nein, gehört da einfach nicht hin. Gehört dort nicht hin. Könnt ihr fühlen, wie ihr wollt. So sieht das dann aus. Sehr, sehr nice. No joke, heftigster Urlaub bisher. Oder? Sagst du ja, mal? Safe. Auch krass, ne? Da haben wir noch eine Pfeife, ganz wichtig. Und hier oben ist dann nochmal so ein Tisch, aber den haben wir noch nie benutzt. Hat nochmal so ein Balkonterrasse, der direkt zur Küche führt. Aber ja, da hinten ist gerade so ein fettes Schiff am Ablegen. Big Boat. Morgen sind wir übrigens auch auf einem Boot. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mache keinen Vlog von hier, weil ich so ein bisschen Handy weglegen will. Aber ich denke, auf Instagram habt ihr vielleicht was davon gesehen. Okay, dann haben wir hier noch einen Esstisch. Das ist jetzt der vierte, glaube ich. Und da wird schon mal gekocht für heute Abend. Nothing to see. Not now. Okay. Just put everything. When are we eating today? Is it at 9 now? 9? Okay. Thank you. Okay, also heute gibt es um 9 Uhr. Oh! Oh, das ist Lobster, soweit ich weiß. Also Hummer. Krank. Geil. Oh, und Spargel. Der sieht sogar angebraten aus. Oh, ich glaube, das kann. Also da hätte ich auch mal Bock drauf, sag ich euch so, wie es ist. Oh. Und das einfach Cola aus Dosen oder aus Glasflaschen. Tausendmal besser als aus Plastikflaschen. Schmeckt einfach 100% geiler. Aber ich fühle es einfach zu einem, egal wie edel es Essen ist, einfach so eine Dose Cola. Oder so eine Flasche Cola. Eine Glasflasche Cola. Absolut geil. Das ist auch schon wieder was, was einfach nur das Essen auflevelt. Hier Fische. Die Grüße an Monte. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal hoch. Ganz wild. Wirklich Architektur hops genommen. Und da auch nochmal so ein, für den Vibe so ein Ventilator. Ja. Ich weiß nicht, ob wenn das an der Decke hängt, glaube ich, heißt es anders. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, let's go, wir gehen hoch. Dieser Mann ist reich. So, dann haben wir hier, wie nennt man das? Galerie? Oder so? Heißt das nicht so? Auf jeden Fall kann man von hier runter gucken und hat auch nochmal diese crazy Aussicht. Und ansonsten sitzen hier ab und zu meine Freunde, während ich ein bisschen auf dem Klavier klimper. Hä? Ist abgeschlossen. Einfach abgeschlossen. Ja, der Witz kam auf jeden Fall gut. Er hat sich einfach selber hops genommen. Er hat sich einfach selber hops genommen. Wow. Am letzten Klavierspiel abgeschlossen, deswegen. Wenn wir da kein anderes Spiel. So, wir zeigen erstmal ganz kurz, also muss jetzt nicht jeder sehen. Hier ist ein Zimmer. Ganz entspannt, auch mit dem View. Sehr, sehr wichtig. Hier noch eins. Ist eins, ne? Mhm. Mhm. Wie crazy ist das denn hier? Unten ist immer nochmal die Einfahrt, wo wir am Anfang gestartet haben. Ja. Krass, krass. Ich glaube, hier gibt es noch so ein. Also das Haus ist absolut wild bis jetzt. En suite. Also aka Badezimmer im Schlafzimmer. Nee, okay, ja, das ist halt diesen Badezimmer. Ich glaube, oh nein, was sind das Dinger? Sind die nicht zum Arschwaschen da? Keine Ahnung. Aber auch. Falls du beim Kacken dich duschen willst, kannst du auch hier machen. Perfekt. Wild. Ja, okay, Bad hätte ich ein bisschen, aber was anderes erwartet, sag ich euch ehrlich. Überall sind so nice Regenduschen. Ja. Und ansonsten. Das ist eigentlich so ein sehr, sehr nices Schlafzimmer. Das ist natürlich nicht das Masterbedroom, ne? Aber das ist natürlich sehr, sehr schade. Das ist hier nochmal so ein Badezimmer. Wieder mit Dusche und so weiter. Das finde ich schon schöner, muss ich sagen. Diesen Holz mit dem. So. Gefällt mir. Okay. Und dann würde ich sagen, zeigen wir noch Tuans Zimmer. Hier ist Up Only.
Jeden Tag wird hier gereinigt. Sehr, sehr nice. Was die Lampe jetzt hier soll, weiß ich auch nicht. Aber wir haben hier nochmal ein Zimmer. Junge, wie kalt okay. ist es hier bitte? Auf was hat er die Klimaanlage? 7 Grad! Das wäre einfach ich. Ich liebe es, wenn es kalt ist. Es gibt nichts Geileres als Kälte. Ein Eisbär geworden. Ey, Junge, einfach eine Klimaanlage auf 7 Grad machen. Ja, auf jeden Fall, man merkt, es ist tatsächlich gerade ein bisschen angenehmer als da, aber 7 Grad ist ein bisschen weird. Ja, hier ist Turns Zimmer das einzige, was nicht Richtung Meer blickt, sondern gegen Steine. Er hat einfach vor allem das halbe Bad im Schlafzimmer. Irgendwie nice, irgendwie auch übel kacke. Stell dir mal vor, du salzt da einen ab. Es mockt ein bisschen so, wie man es halt kennt. Und dann liegst du im Bett und es riecht einfach nach Kacke. Auch ganz nice. Und wir haben hier noch Toilette und Dusche. Die Dusche ist aber nicer, muss ich sagen. Mhm. Da ist ja nicht mal eine Tür drin. Hier nochmal die Sold Out Systemic Star Jeans. Wann krieg ich meine eigentlich? Soon. Soon. Schau mal, soon. Und dann kommt hier das Master Bedroom. Natürlich nochmal mit TV, ganz wichtig. Peso Stains Over. Oh, Riesenklotze, okay. Shirt, auch ganz wichtig. Ja, ich habe extra gewartet, bis heute hier gereinigt wurde, weil das Bett sieht dann sehr, sehr ordentlich aus. Und hier ist aber sonst nicht viel zu zeigen. Ich habe da so ein bisschen Ladekabel, Go-Airbag und so hingestellt. Ja, ich würde sagen, ich komme mich auch noch kurz im Balkon zeigen. Kommen Sie raus, können Sie reingucken. Stell dir mal vor, du bringst ein Girl mit heim. Die geht einfach bei dir scheißen und dann stinkt. Stell dir mal vor, dann kannst du nicht mal mit der pimpern, weil es einfach die ganze Zeit, du riechst einfach die ganze Zeit einfach nach Kott. Absolut unangenehm, sag ich dir ehrlich. Hm. Ja, okay, es gibt ja ein Bad auf dem Flur. Muss die halt dahin gehen. Ja, und dann hat man. Du sagst so. Wenn du Girl antanzt, so, oder die dich antanzt, je nachdem. So, du kannst schon mit zu mir kommen, aber du darfst nicht in meinem Zimmer scheißen. Und dann wundert die sich, und wenn sie dann da ist, versteht sie's. Und wenn du willst, morgens, dass sie geht, machst du einfach auf, stehst auf und lässt mal richtig einen reindübeln. Richtig einen reindübeln. Und dann geht's sie von selber. Smart. Hier nochmal den gleichen Ausblick und hier ist dieses Sonnensegel, was ihr eben gesehen habt. Hier drunter ist dann quasi sozusagen der Pool. Eigentlich muss man ja theoretisch hier drauf und dann von hier in den Pool springen, oder nicht? Ja, nicht nachmachen zu Hause, ne? Digga, ich als Keck, der ein bisschen Höhenangst hat, würde ich mich nicht trauen, dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob man den Sprung aushält, weil der Pool ist nur, ich glaube, 1,60 tief oder so. Deswegen lassen wir das besser. Aber bei 90.000! So, und dann war es das jetzt zum Schlafzimmer. Ich mach mal wieder zu, weil sonst wird es übelst warm. Haben wir hier. Ja. Jo! Also das ist absolut wild, wenn du da baden kannst. Mit so einer View. Brutal. Das ist so eine Whirlpool. Was mich halt absolut stört, ist es derselbe Balkon, wie die anderen Zimmer nebendran hatten. Weil, Digga, wenn du da mit deiner Geliebten am Duschen bist, können die anderen ja einfach brutal da reingucken. Die haben die tatsächlich bisher. Würde mich ein bisschen stören, sag ich euch ehrlich. Nicht genutzt, aber wird eigentlich mal Zeit. Also nicht für uns beide, Jason, sondern Schade, Jay. Ja, da stehen hier noch von meiner Freundin so ein bisschen. Da erkennt man, das hier ist Frauenabteilung. Und Achtung, gleich schwingt da vielleicht drüber. Auf seinen Teil liegt einfach so eine Zahnbürste. Weiß ich nicht, wofür das alles benötigt wird. Hier. Und das hier ist seins. See no difference. Aber ansonsten, hier ist meine Seite natürlich viel ordentlicher, mit Prada Kulturbeutel und dem neuen Prada Ocean Parfum. Keine Werbung natürlich, aber auf Instagram, also ich erzähl's euch jetzt einfach so, weil ich tatsächlich ein Placement für Prada Ocean habe. Auf Instagram kommt demnächst ein, da ist schon online, ich weiß nicht, ein Werbepost für Prada Ocean.
Das freut mich als Prada dann natürlich umso mehr, weil Prada aktuell so meine Lieblings-High-End-Marke und dann von denen für ein Placement gebucht zu werden, für so ein nice Parfum. Korrekt, korrekt. So, also wie gesagt, keine Werbung, ich wurde für dieses YouTube-Video jetzt hier nicht bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich trotzdem Werbung einblenden muss oder nicht, aber ja, damit ihr mir das glaubt, zeige ich euch ein konkurrierendes Produkt. Aha. Tom Ford Udwood, auch ein sehr empfehlenswertes Duschgel. So, ja, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr nice Dusche. Und komm, zeig mal den Ausblick hier vom Whirlpool. Ganz, ganz krass. Nehmt mal. Hier, falls man hier auf der Toilette sitzt, kann man auch ganz entspannt hier ein bisschen anmachen. Das fühle ich. Ohne Witz, ich würde einfach gefühlt auf diesem Klo leben. Ich würde einfach mir da schön irgendwie Netflix anmachen und dann einfach auf ein Scheißhaus sitzen. Weißt du, da ist vor allem schön so eine kleine Wand davor, da schön ein Laptop drauf, dann kannst du noch ein bisschen was am Laptop machen. Du lebst einfach da. Hm? Was gucken, hab ich bisher noch nicht. Aber so. Perfekt. Also Jason würde das vielleicht machen. Ja, dann hier Stuff von meiner Freundin. Auch sehr schön. Hier sind meine Caps. Haben wir hier so ein Brillen-Etui von mir. Da liegen dann meine, wie heißt das nochmal? Was ist das für ein Holz? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Holz, Clear, aber das zeige ich euch in einem weiteren Video. Und dann natürlich meine jetzige. Und hier diese White Buffs. Auch sehr, sehr nice. Ja, und meine Caps. So, dann kommt hier mein Kleiderschrank. Also ich habe hier noch ein paar Schuhe. Die oberen beiden Reihen sind halt mir, wie ihr seht. Und die unteren beiden. Ich seh schon. Alter, was sind das für hässliche Schuhe? Nehmt es mir nicht übel. Aber die Schuhe und die hier sind einfach absolut ugly. Also, nee. Nee, da hört's. So, da hört's auf. Da hört's absolut auf. Bei den Schuhen. Hier hast du irgendwelche Gummischläuche um deine Füße. Und hier. Ich geb's auf. So, und dann haben wir den Kleiderschrank. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ihr müsst euch vorstellen, das T-Shirt hier hing da für die maximale Color Coordination. Hier ein bisschen Prada, Palm Angels, Missoni. Ich bin aber auch so ein Kick, der einfach seine Klamotten nach Farbe trennt. Muss sein. Aber tausendmal angenehmer ist das euch. Missoni, Palace, Peso, Casablanca, keine Ahnung. Rasvet, Prada, Supreme, Marni, Marincer und Marni. Dann liegen da noch ein paar Hosen, die hatte ich eben an. Sehr, sehr begehrte, limitierte Peso-Shorts. Dann habe ich hier noch meine Chrome Hearts Denim und zwei Peso-Denims. Weil so viele lange Hosen braucht man nicht, aber ich habe noch diese Gallery halt mitgenommen, die ich jetzt gerade anhabe. Dann ist da noch Stuff von meiner Freundin und ein Safe. Ja, ich würde sagen, mehr braucht man eigentlich auch gar nicht wissen. Weil viele mich tatsächlich in den DMs gefragt haben, ja, wie machst du das? Hast du deine Uhr mitgenommen oder so? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe hier eine Casio, wirklich OG Casio Flex mitgenommen. Weil man hört immer wieder von Ibiza, dass hier irgendwelche Leute abgerippt werden und so, da hatten wir keine Lust drauf. Deswegen habe ich nur die dicke Chain um. Vier Shirts würden mir einfach absolut nicht reichen, sag ich dir ehrlich. Weil wir haben wir deswegen auch von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens einen Security Guard gebucht, der hier immer rauschillt und dann Nachtschichten macht, sag ich mal. Better safe than sorry, sagt man ja. Mhm. Und ja, tagsüber. Boah, es geht noch höher! Sind wir ja zu sechst hier. Oder wir sind halt nicht da. Deswegen ja, alles easy. Okay, das war's. Wieso geht der nicht noch höher? Was ist da oben? Ohne Witz, ich hätte mir so krass vorgestellt, dass auf dem Dach jetzt noch, keine Ahnung, irgendwie so noch so eine Dachterrasse ist, schön mit Grill und so und vielleicht mit Billardtisch. Boah, das hätte ich da oben gesehen, sag ich euch, Real Rap. Trotzdem heftige Bude. Oh mein Gott, sogar YouTube hat einfach kommentiert. Langsam befürchten wir, dass erst eine Raumstation-Roomtour gibt, bevor die richtige kommt. Wenn einfach YouTube bei dir kommentiert. Ah ja! Ich würde gern mal wissen, wie viel der ganze Bums pro Monat, pro Woche kostet. Weiß man nicht. Obwohl, hier ist auch nichts
Irgendwie, was mir gerade auffällt. Würde mich aber mal interessieren, was man für so eine Villa zahlt. Gut. Leute, das war das Video. War sehr nice. Auf jeden Fall. War sehr, sehr wild.